So, ich möchte jetzt die Handy-App demonstrieren, ein Naturalist. Sie sehen jetzt meinen Handy-Bildschirm. Ja, ich halte da live mein Handy in der Hand. Und das ist mein Startbildschirm. Ich starte iNaturalist. Das ist das Icon rechts oben, der hellgrüne Vogel auf dem weißen Hintergrund. Und die App öffnet sich. Der Startbildschirm ist bei mir jetzt da bei meinen Beobachtungen eingestellt. Die Menüführung ist ganz links oben. Ich gehe da links jetzt auf diese drei Striche. Sie sehen, da ist mein Username, Ma She. Und über den Pfeil kommen wir dann zurück zu den Beobachtungen. Ich kann auch über die Handy-App erkunden, halt nur auf einem kleineren Bildschirm. Ich kann Projekte anschauen, verwalten. Ich kann meine sozialen Aktivitäten verfolgen. Die Guides gibt es in der Form nicht mehr, also das ist eingestellt worden. Ich kann mein Profil bearbeiten, also Sie können auch nur mit dem Handy die ganze App verwalten und iNaturalist bearbeiten. Jetzt würde ich gerne da kurz auf meine Beobachtungen gehen. Sie sehen da die letzten Beobachtungen, also die sind streng chronologisch geordnet. Ich habe jetzt über ein bisschen mehr als ein Jahr über 1800 Beobachtungen gemacht, sowohl halt mit dem Handy als auch alte Urlaubsfotos und Pflanzen- und Tierfotos hochgeladen und verortet. Meine allerletzte Beobachtung war beim Spaziergang letztes Wochenende, wahrscheinlich die gestriegelte Tramete. Da schauen wir jetzt kurz hinein, ich habe sie angeklickt, jetzt sind wir in der Beobachtung drinnen. Da sieht man die Fotos, die ich gemacht habe. Das ist ein Pilz, der auf einer Wurzel sitzt. Das ist eine vergrößerte Aufnahme von der Oberseite, eben sehr behaart, darum wahrscheinlich die striegelige Tramete, die behaarte Tramete. Dann habe ich das noch die Unterseite fotografiert, also man kann mehrere Fotos dazu hochladen, damit man da irgendwie auch die ganzen Merkmale über die verschiedenen Fotos abdeckt. Darunter sieht man einen Ausschnitt des Bildes, wo ich dieses Foto gemacht habe. Und man sieht, es braucht noch eine Identifikation. Und da zeige ich jetzt ganz kurz den Ablauf. Ich gehe auf dieses Dialog-Icon mit diesen zwei Sprechblasen in der Mitte. Wir haben jetzt grün. Ich habe schon beim Fotografieren vermutet oder gesagt, das ist eine Tramete. Daraufhin hat da Rombrandt, ein anderer User, der sehr viel mit Pilzen macht, gesagt, ja, sieht sehr nach Tramites hirsuta aus. Das war auch meine Vermutung. Ich habe dann zu Hause auch im Pilzbestimmungsbuch noch nachgeschaut, habe dem Rombrandt geantwortet, denke ich auch, wollte zu Hause dann noch schauen, passt gut, so danke. Habe dann meine ursprüngliche Bestimmung, also Gattung Tramites, dann korrigiert auf Tramites hirsuta. Und jetzt warte ich darauf, dass einfach noch andere Leute dann da unten sagen, ID vorschlagen und das bestätigen. Oder, falls es auch nicht so ist, falls die sagen, na, das ist doch was anderes, dass sie Alternativvorschläge machen. Jetzt gehen wir zurück zu den Beobachtungen. Und jetzt zeige ich, wie man eine neue Beobachtung hochlädt. Dazu drücke ich auf das grüne Kreis mit dem Plus rechts unten. Dann springt er sofort in ein Menü und sagt so, jetzt kann man Folgendes auswählen, entweder ohne Foto, weil ich eben nur was gesehen habe oder vorbeifliegen gehabt habe für mich. Ich kann ein Foto machen, da hüpft er dann die Kamera hinüber, das werden wir dann nicht machen. Ich kann aber auch aus meiner Galerie ein Bild auswählen. Also ich kann Fotos machen, ohne aus der App heraus zu arbeiten und die dann später aus der Galerie auswählen. Ich kann aber auch eine Tonaufnahme starten, also wenn es zum Beispiel um Heuschrecken geht oder um Vogelstimmen, kann ich Tonaufnahmen machen und die auch hochladen oder auch Tonaufnahmen auswählen. Ich möchte jetzt ein Foto machen und dann springt die App sofort auf die Kamera hinüber. Ja, das funktioniert wunderbar. Sie sehen jetzt meinen wunderbar aufgeräumten Schreibtisch mit einer Pflanze, die ich gerade zuerst in meinem Garten noch ausgegraben habe. Keine Angst, ich werde sie dann wieder dort in das Loch zurücksetzen. Aber ich kann das jetzt nur filmen,
während ich herinnen sitze. Sie sehen, ich mache da jetzt einmal ein Foto von oben, sodass ich versuche, die Merkmale gut abzudecken. Ich habe jetzt offline drei Fotos gemacht. Ich möchte das ganz kurz noch herzeigen. Fotos schießt man einfach aus der Kamera heraus. Die Funktion gibt es jetzt nicht, während der Bildschirm geteilt ist. Darum bin ich da ausgestiegen. Man kann die Fotos auch nachbearbeiten. Das werde ich jetzt machen, wenn man da links unten den Stift betätigt. Kann ich wieder nicht bearbeiten. Gut, das lassen wir aber jetzt. Also da können Sie Bilder zuschneiden, also zum Beispiel meinen Schreibtisch im Hintergrund oben abschneiden, was ich jetzt machen wollte, mache ich jetzt dementsprechend nicht. Es gibt da auch die Möglichkeiten, zum Beispiel die Kontraste zu erhöhen oder die Farben ein bisschen zu intensivieren. Also wenn das Licht schlecht ist, kann man sich da ein bisschen spielen und aus auch mittelmäßigen Fotos eigentlich noch ganz schön was herausholen. Gerade bei den Insekten ist das ganz spannend. Ich habe auch ein ganz normales Makro mit meiner recht einfach gestrickten Handykamera gemacht. Also das ist keine besondere Kamera, sondern das ist eine Einlinsenkamera vom Outdoor-Handy. Aber Sie sehen auch da mit einem Vierfach-Digital-Zoom kommt man ganz schön in den Makrobereich hinein. Man kann sich da auch noch Details anschauen. Was natürlich wichtig ist für Bestimmung, jetzt nicht bei diesem konkreten Pflanzen, sondern halt bei anderen Sachen, zum Beispiel bei Insekten. Es ist sehr gut, immer mehrere Fotos zu machen, wo man so unterschiedliche Perspektiven drinnen hat, wenn man auch weiß, was für Merkmale notwendig sind, also auch bei Insekten, zum Beispiel von oben auf der Dosenlupe drauf, also dorsal, dann vielleicht von der Seite, dass man irgendwie zum Beispiel Anordnung vom Kopf im Vergleich zum restlichen Körper sieht, ob der irgendwie nach unten geneigt ist oder nach vorne geneigt. Vielleicht auch Frontalaufnahmen vom Kopf, dass man die Mundwerkzeuge sieht oder Merkmale. Bei vielen Insekten mit Glasflügeln wichtig, auch schauen, ob man ein Foto bekommt, dass man die Äderung sieht auf den Flügeln. Also da irgendwie schauen, dass man möglichst gute, schöne, nette Fotos zustande bringt. Sie sehen jetzt da unten, wird automatisch, während ich die Fotos mache, das Datum eingestellt, wann ich dieses Foto gemacht habe und aufgenommen habe. Darunter gleich, es wird auch sofort über die GPS-Koordinaten die Verortung vorgenommen von dieser Sichtung. Das muss ich aktiviert haben, also dass ich während des Fotografierens auch die Daten aufnehmen kann. Beim Installieren von iNaturalist fragt die App, ob sie auf die Geodaten zugreifen darf. Das sollte man anklicken, sonst muss man das immer händisch eintragen. Das heißt, dann verortet er. Und dann macht es die App im Hintergrund automatisch die Verortung. Jetzt bin ich fertig mit den Fotos. Und kann dann auf Was hast du gefunden draufklicken und dann beginnt eine Bilddatenbanksuche und dann kommen die besten Vorschläge. Und Sie sehen Gattung Bellis, da sind Sie sich ziemlich sicher. Darunter Bellis perennis ist das Gänseblümchen, das nehme ich jetzt dann an. Es gibt dann eine zusätzliche Information mit Aussehen ähnlich, gesehen in der Nähe. Dieses in der Nähe ist ein größerer Rahmen, also das ist, glaube ich, ein Radius von 100 Kilometer ungefähr. Also das gilt alles als Nähe. Aber das ist nochmal so eine zusätzliche Information. Okay, da bin ich jetzt nicht ganz daneben, wenn ich das vermute. Ich kann auch mit diesen Pfeilen links und rechts vergleichen. Oder unten sagen zusätzliche Vorschläge anzeigen, die nicht aus der Nähe stammen. Also dann schaut er einfach weiter, aber dann schlagt er mal halt auch Sachen vor, die zum Beispiel in Afrika so ausschauen oder in Asien.
Ich kann mit den grauen Pfeilen links, rechts da vergleichen. Da drücke ich jetzt drauf und dann springt er in ein Fotomenü hinein, wo bestimmte oder schon bestimmte Fotos von dieser Art zu sehen sind. Und da kann ich mich irgendwie durchscrollen und vergleichen, kann die Blätter vergleichen, die Knospen, die Hüllblätter bei diesem Korbblütler und kann dann sagen, okay, das passt mal, die nehme ich. Ich gehe da jetzt wieder zurück. Klickt dann dieses Häkchen an, neben Bellis PNS, dann kommt hüpft er zurück in das Hauptmenü. Ich könnte Bemerkungen anfügen, wenn ich das möchte. In dem Fall brauche ich das jetzt eigentlich nicht. Und dann klicke ich unten auf das grüne Häkchen. Und die Beobachtung wird hochgeladen. Sie sehen es am Status. Falls man im Wald unterwegs ist und kein gutes Netz hat, wird es oftmals nur lokal gespeichert und wird dann hochgeladen, sobald man wieder im Netz oder in einem WLAN drinnen ist. Da kann ich dann natürlich auch nicht auf die Fotodatenbank zugreifen, also auf die automatische Bestimmung. Also wenn ich irgendwo netzlos bin, kann ich da zwar Sachen fotografieren und wenn ich selber weiß, händisch eintippen, was es ist, aber diese automatische Bestimmung mit der Bilderkennung funktioniert dann nicht. So, ich habe kurz pausiert. Jetzt würde ich gerne noch so einen Dialog- oder Bestimmungsablauf herzeigen. Sie können das sehen, ich habe da auch Fotos durchs Mikroskop gemacht, also zum Beispiel eine Geschichte, da einen Hüpferling oder auch Algen. Würde aber gerne jetzt da noch eine Beobachtung kurz herzeigen, wo es so ein bisschen eine Diskussion gegeben hat. Also das Bild war, es geht um diese Beobachtung in der Mitte, da diese Bläschen, die zwischen diesem anderen Bild sitzen, auf einem Kirschbaum, dann noch einmal in größer, da randlich so einzelne Dinge heraus, dann auch nochmal eine Großaufnahme. Und ich habe gesagt, das ist also da sieht man auch seine Bemerkung, da habe ich geschrieben auf Kirsche, falls das irgendwie wichtig ist, ich wusste es nicht. Ich habe zuerst einmal gesagt, ja, gehört zu den Pilzen, Fungi. Dann habe ich später irgendwie geschaut, welche Pilze so ähnlich ausschauen. Und habe einmal einen Vorschlag gemacht, die Hyaloscipher 10. Und dann hat 2 Tage später der James KMS gesagt, na, das sind Mycetozoa. Ich habe daraufhin, weil ich mir dann die Mycetozoa angeschaut habe und es tatsächlich da so ähnliche gibt, meine Bestimmung, die nur auf Bildvergleichen beruht hat, zurückgezogen. Und die Bestimmung von dem James ist dann unten noch zweimal von anderen Leuten bestätigt worden. Zusätzlich hat dann noch der Juha Kinnunen dazu geschrieben, hoffentlich wurde der Pilz als eigene Beobachtung geschickt. Also er bezieht sich da auf diesen anderen Pilz, den man oben rundherum sehen kann. Und da habe ich ihm dann geantwortet, Juha Kinnunen, ja, hier zu sehen, und habe ihm dann noch den Link zu der anderen Beobachtung geschickt, wo ich den anderen Pilz als eigene Beobachtung hochkläre. Also das sieht man so ein bisschen den Dialog. Und was ich damit zeigen wollte, ist, dass es überhaupt nicht tragisch ist, wenn man eine falsche Bestimmung macht, ursächlich mal. Weil über die Bestätigung oder auch das Widerlegen von anderen da auch eine Korrektur passiert. Also ich habe schon öfters irgendwelche Sachen einmal aufs Geratewohl behauptet. Aber das dauert dann meistens lange, dass sich da dann wer dagegen ausspricht. Und auch oft wird dann über diese Kommentare dann auch debattiert, auf welche
Merkmalen des Beruts Bestimmung. Man kann da die Leute auch direkt anfragen, indem man so ein Ad und den Namen hingibt und sagt, ja, wieso bist du der Meinung, dass es das ist? Also es sind da durchaus dann so Dialoge, die zu der Verbesserung führen. Und das, was eben das Tolle ist, erst wenn was als mit Forschungsqualität versehen ist, ich hüpfe da nochmal zurück und gehe in eine Beobachtung rein, wo das der Fall ist. Zum Beispiel, ganz klar natürlich, offensichtlich, das war ein Foto vom letzten Sommer, das ich hochgeladen habe. Da die Bestimmungs, da ist es mehrfach bestätigt worden, dass es eben der Höckerschwan ist. Und das wollte ich jetzt zeigen, dass es schon Forschungsqualität hat. Da sieht man das auf dem Balken in der Handy-App. Also da ist es so, solange es noch nicht bestätigt ist, wenn man es reinstellt als Hobbyqualität, dann wird es oftmals einmal bestätigt und wenn es dann nochmal bestätigt wird als Forschungsqualität. Und erst dann wandern die Daten in die große Biodiversitätsdatenbank der Erde von der UNO. Also da ist noch nichts verhackt und es gibt bei mir auch ganz viele Fotos, die ich von früher hochgeladen habe, wo einfach manche Merkmale nicht so genau rausfotografiert sind, dass man da eine eindeutige Zuordnung treffen kann, na, dann ist es halt einmal auf Gattungsniveau oder auch sogar noch höher, so wie bei den Schleimpilz da hinten, der sogar nur auf Ordnungsniveau oder Stammesniveau eingeordnet ist.